Hi Leute, hier ist wieder eure Sky Dorissa zu einem neuen Part The Legend of Zelda Spirit Tracks. Im letzten Part haben wir uns angefangen, dem Turm der Götter zu widmen und haben Zelda schon mal die Phantomrüstung verpasst, das Feuerphantom. Sie leider auch ein paar Mal mit dem Boomerang erwischt, was mir sehr leid tut. Sie ist deswegen ein bisschen sauer und sagt deswegen recht wenig. Und hier ist ein Schalter. Ist da drüben auch einer? Frage mich, warum der jetzt nicht reagiert. Na, ich gehe mal kurz zum anderen Schalter. Vielleicht aktiviert sich die Tür dann. Wunderbar. Dann hole ich mal Zelda her. Okay, gut. Nochmal hier hin. Und dann natürlich wieder auf Link wechseln, auf Rufen wechseln. Achte auf die Schritte. Das Licht wird dir den Weg zur Antwort weisen. Okay. Was auch immer dieser Hinweis bedeuten soll. Okay, hier sind komische Bodenplatten. Heißt das vielleicht, wir müssen hier lang? Hier ist auf jeden Fall die Mastertür. So, hier will ich mich auch nochmal umsehen. Ich will mir alles ansehen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir diese Symbole da haben, wird da wohl was... Nein, 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 nein! Ratten! So. Jetzt hatte ich aber Angst. Diese Scheißratten. Zelda, beruhige dich doch einfach mal. Okay, hier ist eine Truhe und schwarze Perlen. Und ich glaube, wir hätten vorher die Fackel anzünden müssen, um sie zu sehen. Da haben wir sie ganz gut so erhascht. Das ist auch nicht schlecht. So, hier ist die Wand. Geht das hier noch weiter runter? Nee, auch nicht. Ja, da vorne ist das, wo wir hergekommen sind. Gut. Komm her, Zelda. Bisschen schneller, bisschen schneller. Hier war jetzt die Passage mit dem Abgrund. Gehen wir mal hier lang. Aha, von hier kommen wir. Gut. Dann versuchen wir uns jetzt mal in Richtung Schlüssel aufzumachen. Oh. Was ist hier oben in der Ecke? Hier ist nichts. Oh Gott, da waren... Ah, das war fies. Das war richtig fies. Hier in der Mitte noch so einen kleinen Abgrund einzubauen. Oh, wie gemein. Ah, gut. Ich merke schon, das Licht wird mir den Weg weisen im Klartext. Pass lieber auf, sonst fällst du die Klippen runter. Und hier ist eine Tür. Wer den Schlüssel will, muss hier das versteckte Symbol zeichnen. Welches Symbol? Nichts passiert, aber wo ist dieses Symbol? Moment, waren das vielleicht diese komischen Bodenplatten? Dann müssen wir selbstverständlich nochmal in diese Richtung. Den Geist töten, ist klar. Ah, nicht schon wieder. Ich bin wieder in den... Komm her, Zelda! Okay, das ist das versteckte Symbol? Ach du Scheiße. Alter, der Geist ist Arsch. Der Geist ist ein Arsch.
So. Wie wäre es denn mal, wenn wir hier lang gehen? Vielleicht ist hier irgendwo das versteckte Symbol. Who knows? Nee. Ich werde einfach mal das Symbol von den Bodenplatten probieren. Mal sehen, ob ich das so gezeichnet bekomme. Entweder das, ansonsten könnte ich mir noch das Auge vorstellen. Ach, das muss mit einem Zug gezeichnet werden. Nein! Der hat das nicht angenommen. So, nochmal. Was? Nichts passiert. Na gut, dann suchen wir weiter nach diesem blöden Symbol. Komm schon, Zelda, nicht so langsam. Gut. Ich hatte ja gehofft, dass wir einfach nur das hier zeichnen müssen, aber... Das heißt, Moment, vielleicht ist das ganze Ding ein... Oh, natürlich. Das ganze Ding ist ein Symbol. Okay, das heißt... Okay, wir müssen von hier an zeichnen, hier durch. Hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hin, bis hier. Ich zeichne das mal in die Karte. Von etwa hier bis hier. Lagging Power, super. Dann hier quer hoch. Bis hierhin. Auch noch in die Karte. Von dort nach dort. Ich lache, wenn das jetzt ein Z wird. Ja, es ist ein Z. LOL! Okay, gut. Dann gehen wir jetzt zurück und holen das versteckte Symbol. Haben das versteckte Symbol. Das war jetzt gar nicht so schwer. Ich war jetzt bloß ein bisschen grenzte B, das sofort zu merken. Ja, nicht immer gegen die Wand rennen, links so. Vor allen Dingen, man kann es in einem Zug zeichnen. Und, war es das? War es richtig? Ja, es war richtig! Super! Ein Z. So, und jetzt hier der Schlüssel. Aua! Aber was machen wir denn jetzt mit dem Schlüssel? Zelda, geh mal zur Seite. Ich will mit Link was versuchen. Das heißt, vielleicht muss Zelda ihn tragen. Ich könnte es mir fast vorstellen. Ja! Oh Gott, was ist das? Oh Gott, nein, das sind böse Hände. Oh, holy. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich muss diesen Weg... Sie haben uns entdeckt. Ich trage den Schlüssel und du musst sie von mir fernhalten. Auf geht's. Rufen. Komm her, Zelda. Das heißt, ich muss diese Hände verprügeln, richtig? Gut. Komm her, Zelda, komm! Für diese Tür brauchen wir einen ganz großen, speziellen Schlüssel. Zelda, mach Hände! Oh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ha, Mistvieh. So. Das war ein Herzinfarkt-Moment. Na gut, gehen wir hoch. Warte bitte. Ja, ich bin doch schon da. Okay, 10. Stock. Ein Boss? Oder so? Ja. Was ist das? Das sieht böse aus. Nee. Ich glaube, ich habe eine Idee.
Okay, Zelda. Zelda, geh wieder auf ihn rauf. Gut, jetzt ich. War's das schon? Jawoll! Ha, das war viel leichter als das erste Mal. Lag aber vielleicht auch daran, dass ich es geschnallt habe mit dem großen Schwert her und so. Und, okay, ein... Ist das ein Dungeon-Item? Gibt es hier echt Dungeon-Items oder gibt es hier nur Preise? Wir haben es geschafft, Link. Ich habe dir ein bisschen geholfen, stimmt's? Ja, stimmt total, Zelda. Genau, genau. Überlass einfach alles mir, Link. Ich bin hier nützlich. Schon vergessen? Ja, bist du. Und deswegen, komm her, Zelda. Laufe mit mir durch den Dungeon. Und ich öffne die Truhe. Und wir haben eine antike Goldmünze erhalten. Man spürt schon durch bloßes Halten die vergangenen Zeiten. Sieh dir diesen Schatz in deiner Sammlung an. Aber das tun wir doch liebend gerne. Einmal in die Sammlung gucken, weil es jetzt das erste Mal ist, dass wir das Ding bekommen. 500 Rubine wieder. Ein Zeugnis der Eleganz vergangener Zeiten. Okay, aber davon müssen wir ja noch ein paar mehr sammeln, habe ich ja gehört. So, und nochmal heilen. Danke, Zelda. Jetzt dürfen wir einen Umweg gehen. Egal. Hoch. Hier müsste schon die Tafel sein, oder? Ja! Wunderbar! Na, das ist doch mal klasse. Das Phantom zerfällt und verpufft mit dem Feuerschwert zusammen. Und die Lichttropfen verlieren ihre Wirkung. Endlich haben wir den Raum mit der Gleistafel gefunden. Das war viel anstrengender als sonst, aber ja, wir haben endlich den Raum mit der Gleistafel gefunden. Sehen wir uns noch ein paar Sachen an. Na, hier ist nichts weiter in dem Raum. Nur hier, die Gleistafel. Du hast die Meerestafel erhalten und... Okay, wir müssen diesmal in den Bereich und... Oh Gott, das sieht nach Wüste aus. Hä? Ist es jetzt Wasser oder ist es jetzt Wüste? Die Strecke zur Meeresküste ist wieder da. Oder ist es vielleicht ein Strand? Hm. Egal, da sind jetzt die ist jetzt wieder der Teleporter und so langsam haben wir den Dreh raus, obwohl es immer schwieriger wird. Also dann suchen wir die nächste Gleistafel. Was? Los geht's. Aber der Weg zum nächsten Stockwerk ist doch noch nicht frei. Dann gehen wir eben zurück zur Schiene. Ja, Zelda, deswegen habe ich das ja auch mit Absicht gesagt. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal runter und reden noch mit Schiene. Gut. Turm der Götter und Schiene. Oh, gut gemacht. Ihr habt die Meerestafel gefunden. Damit steht euch nun der Weg an die Meerküste offen. Der Lokomotor heißt Spul. Er wird euch den Weg zum Tempel weisen. Um zur Küste zu kommen, müsst ihr im Waldland diese Brücke überqueren. Macht euch auf zur Brücke und an die Küste. Okay, und wir fahren schon gleich los. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber okay, ich hätte gedacht, dass wir jetzt noch irgendwie kurz abwarten können, bevor wir losfahren, aber hm. Okay, allerdings hatte ich mir jetzt vorgenommen, das hatte ich auch schon geplant, bevor ich den Turm der Götter gemacht habe, dass ich mich jetzt erst einmal aufmache und noch verschiedene Nebenquests mache oder danach suche. Und deswegen würde ich sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Wir starten dann natürlich gleich hier und klappern dann alles ab und gucken, wo kann man was machen. Und vor allen Dingen, wir müssten dann auch nochmal zum letzten Dungeon da den Stempel holen. Einfach aus Vollständigkeit. Und deswegen bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.